So, das ist jetzt unser Let's Show. Ja, von unserem Stadion, was wir gebaut haben. Und Ja, dann zeigen wir es euch mal. das ist unser So, Stadion das ist das gute Stück. auf unserem Server. Ja. Und Hier sind die VIP-Logen. Das sind eigentlich keine Logen, aber VIP-Plätze halt. ja. Und hier Spieler, das sind drüben sieht man ja schon die Spielerplätze und alles Tore. Anzeigetafeln da oben. Muss ja, ne? Der Mittelkreis sieht eigentlich relativ rund aus, dafür, dass es Minecraft ist. Runde Sachen in Minecraft, ne? Ja. Ja, und dann zeigen wir euch mal das Innenleben Ja, da oben ist die sozusagen. Kommentatorenkabine, kommen wir auch gleich hin. Da kommen wir gleich hin. Klar, die Kabinen. In Kabinen. Ja, Wir unsere sehen halt nicht weiter sonderlich gut aus, aber was will man da auch machen? schlicht und wenn ihr vielleicht Ideen habt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. So, hier geht's hoch zur Kommentatorenkabine. Ja, da ist unsere schönen Manni Breukmann. Ja, und Frank Buschmann. Ja, Ja, hier klar. sitzen sie dann so, das sind die Mikrofone, haben gutes Ausblick. Gutes Ausblick. Ja, guten Ausblick auf das Spielfeld. Ja. Presseräume sind hier hinter. Da werden schon ein, zwei Köpfe rollen, bestimmt. Da werden die Trainer schon mal sagen müssen. Ja. Wenn die Mannschaft nicht so gut ist, was ich aber nicht glaube. Werden sie einiges klarstellen müssen. Ja, das glaube ich auch so. So, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur Parkgarage, wo die Mannschaftsbusse Busse. parken. Wie der Name schon sagt. Ja. Mit unseren ellenlangen Gängen. Und hier hatten wir Probleme, weil hier drüber ist, war früher mal Wasser. Und dann hatten wir gebaut und auf einmal kam Wasser von überall. Und da hatten wir damals auch noch nicht auf Creative Modus. Also das haben wir eigentlich alles so gebaut. Ich glaube, dass der eine oder andere schon mal gestorben, ne? Ach, ja, das waren so Sachen, ne? Ja. Und dann hier die Parkgarage. Sonst geht's hier noch zum Parkplätzen hoch. Ja, unsere Hier fahren sie Parkplätze. dann hoch. Ja, und dann mussten wir uns in. Parken dann hier rein, gehen aus der Tür raus, Und gehen. dann laufen sie in Massen hier Ja, in zu unserem Massen strömen sie Stadion. hier für die Rollstuhlfahrer. Ja, es muss ja, ne? Ja. Weil die sollen ja nicht über die Treppen, tragen müssen. Hier unser So. Einweihungsband, was ja noch Ja. nicht. Das ist bereits noch nicht hundertprozentig fertig. Hier Ja, da die, eisfrei fein halten. Cafeteria. Ja, unsere schöne Cafeteria, wo Aus man dann. edelstem Sandstein. Ja, das ist, also, da haben wir schon gesucht. Die ganze Map haben wir abgesucht für diesen edlen Sandstein. Und für unsere Herdplatten. Ja. Melonen gibt's halt Hier. hier und alles. Ja, gibt's halt alle möglichen Sachen, Ja, die sowas das wie Herz begehren. Cookies, Brot. Falls auch mal irgendwer kleckert, ein Schwamm zum Aufwischen. Klar, es muss ja sein. Und auch, ja, jeden Spieltag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Klar, das muss ja. Ja, und ansonsten, ja, das Dach könnten wir vielleicht auch nochmal zeigen. Ja, klar, Mann. Muss ja. Und hier die Rundung haben wir auch, ja, haben wir auch einige Zeit überlegt. Und wie man das alles macht. Das ist dann eben das Dach, wie man ja unten sehen kann. Ach ja, was noch nicht, ja, hier sind die Ausgänge. Block 1 ist hier und der geht einmal so rum. Das sind insgesamt dann 16 Ausgänge. Ja, hier ist Block 16. Da hatten wir auch unsere Probleme von wegen Abzählen und so. Aber das Ja. haben wir dann eigentlich ganz gut Ja, hingekriegt. hier geht man dann wieder hoch bzw. runter. Und ja, das war's eigentlich soweit. Ja, finde ich auch. Also, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, Verbesserungen oder irgendwie sowas. Oder Und was man vielleicht von Texture Pack noch nehmen könnte. ja, genau, wir haben jetzt erstmal das hier genommen, schlicht einfach. Das werden wir dann aber auch noch mal in Let's Plays fragen, die wir dann später mal aufnehmen werden. Das wird alles noch kommen. Ja, wie gesagt, unser erstes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und tschüss. Ja, ciao.